So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy VII. Yeah! Nach langer Zeit geht es mal wieder weiter in diesem Game. Viele von euch werden sich bestimmt fragen, sag mal, warum kam in letzter Zeit eigentlich nicht so viel von Final Fantasy VII? Es ist ja schon eine Weile her, seit ich das letzte Video hochgeladen habe. Yeah, das hat alles ganz bestimmte Gründe. Ich habe mich nämlich vorbereitet... Ich habe mich sehr gut vorbereitet, habe einige Sidequests erledigt, habe einige Sachen geholt, die ich verschwitzt habe und yeah! Zum einen, ich denke, ich werde euch einfach mal so ein bisschen präsentieren, was ich alles hier so geschafft habe. Zum einen, also abgesehen davon, dass ich keinen Gil mehr habe, außer 546, also ich bin pleite, chronisch pleite. Abgesehen davon habe ich die ultimative Waffe natürlich von unserem letzten Kampf gegen Ultima Weapon. Der Ausgang des Kampfes hat mich persönlich nicht ganz so... wie soll ich sagen? Er hat mich nicht ganz so zufriedengestellt, wie es eigentlich hätte sein sollen. Deswegen habe ich nochmal gegen ihn gekämpft und die Schattenflamme erlernt. Eine der besten Feindeskönnen-Abilities, die man sich überhaupt nur wünschen kann. Also, das habe ich als erstes mal erledigt. Also, ich habe mich die ganze Mühe habe ich noch einmal auf mich genommen und habe Ultima Weapon noch einmal quer durch die Welt gejagt und ihn dann noch einmal so richtig in den Arsch getreten. War kein Problem, hat funktioniert. Wie gesagt, ich wollte die Schattenflamme haben. Paar Tage später habe ich dann gesehen, unter meinen Kommentaren, unter dem Video Ultimas Ende, oh, hol doch bitte die Schattenflamme, bitte, bitte, bitte. Ja, habe ich alles schon gemacht, kein Thema. Dann habe ich mich ganz speziell der Chocobo-Zucht gewidmet. Auf die Frage, ob ich mir einen goldenen Chocobo gezüchtet habe, hier könnt ihr euch davon überzeugen. Da ist mein goldener. Wer mir nicht glaubt, dass ich ihn selber gezüchtet habe, also wer jetzt irgendwie denkt, ich hätte ihn mir da reingecheatet oder was, der kann das gerne glauben, das ist mir gleich. Hier, mein weiblicher Chocobo, der ganz normale, den männlichen musste ich leider freilassen, weil es nicht so viel Stelle gibt. Das ist mein grüner Chocobo, den ich bekommen habe. Dann mein blauer Chocobo. Wenn man die beiden paart, bekommt man einen schwarzen Chocobo. Und dann musste ich mir noch einen anderen Chocobo krallen, einen ausgezeichneten Chocobo. Den habe ich mir zum Beispiel in der Eiszapfenregion geklaut. Also da oben auf dem nördlichen Kontinent. Da habe ich mir den zugutekommen lassen. Und letztendlich habe ich dann den goldenen bekommen. Alle Chocobos sind auf der Klasse A, außer der goldene, er ist auf Klasse S. Weil mit ihm ist das überhaupt kein Problem, auch den schwarzen Chocobo im Chocobo-Rennen zu besiegen. Also wie gesagt, wer mir nicht glauben wollte, hier ist es. Dann werde ich jetzt noch ein paar Sachen machen. Und zwar werde ich jetzt erstmal mit meinem goldenen Chocobo in die Welt reiten. Wie gesagt, es hat schon ganz schön lange gedauert, bis ich den goldenen hatte. Und es ist einfach, es dauert wirklich sehr lange. Ja, seht euch mal das an hier. Der ist schnell wie das Licht, ey. Lichtgeschwindigkeit. Der ist richtig, also im Chocobo-Rennen wirklich, ich kann es nur empfehlen. Ich habe mir aus... zwei Gründen der Chocobo-Zucht gewidmet. Erstens, weil ich die Substanzen haben möchte, die man nur durch den goldenen Chocobo bekommt, weil er wie gesagt über sämtliches Terrain laufen kann, also von hier, wie man sieht, mitten auf dem Ozean bis über die steilsten Berghänge. Das war der erste Grund und der zweite Grund ist, weil ich es euch einfach mal zeigen wollte. Ja, also, dass ich es kann, dass ich den goldenen Chocobo habe. Ja, ich wollte ein bisschen angeben, aber nein. Es hat wirklich sehr lange gedauert und ich habe es auch mit Absicht nicht auf ein, also aufgenommen, weil das wären dann wieder, sage ich mal, so 5 oder 6 Videos geworden und wie ich schon gesagt habe, wer möchte zugucken oder wer möchte dabei sein, wenn sich zwei Riesenvögel vögeln. Ja, deswegen habe ich das alles offscreen gemacht. So, hier ist zum Beispiel das erste, was ich mir krallen wollte, eine der großen Substanzen. Die Kristallisierung von Mako in Substanz währt viele, viele Jahre. Substanz Ritter der Runde erhalten. Yeah! Der Ritter der Runde. Die wohl stärkste Substanz im... Also die stärkste Aufrufsubstanz im gesamten Spiel. Bams! So.
Bip. Wir gehen gleich nach unten weiter. Und zwar möchte ich nach. Moment. Ich möchte nach Wutai. In der Nähe dort gibt es nämlich auch eine Höhle, die man. Ich glaube sogar mit dem schwarzen Chocobo. Weil ich glaube, der Schwarze, der kann über seichtes Wasser und Gebirge laufen. Bin ich der Meinung. Nur der Goldene kann über den Ozean. Das ist das Besondere an ihm. Bam, 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 bam. Ja, ganz einfache Theorie. Man muss sich natürlich zwei normale Chocobos fangen. Den einen habe ich in der Midel-Region, da wo Midel liegt. Den anderen in der Gold Saucer-Region. Also direkt daneben befinden sich Chocobospuren. Dann muss man die beiden natürlich trainieren, paaren mit der Karob-Nuss, die man unter anderem von einem Gegner stehlen kann, der sich in der Nähe der Eiszapfenregion aufhält, beziehungsweise in der Eiszapfenregion, in der Nähe von Bone Village. Dort fristet er sein Dasein. Die Substanz Nachahmen erhalten, auch eine sehr nützliche Substanz, die mir im Kampf gegen die Weapons sehr hilfreich sein wird. Dann habe ich, wie gesagt, die beiden gepaart, dann kommt ein grüner oder ein blauer raus, je nachdem. Ja, wo die anderen Höhlen sind, weiß ich jetzt gar nicht. Na gut, dann laufe ich jetzt erstmal zurück. Wo die anderen Höhlen sind, weiß ich gar nicht. Muss ich mich informieren. Es gibt aber noch zwei. Oder eine. Ein oder zwei Stück gibt es noch. Wie gesagt, dann habe ich, da muss man den blauen oder den grünen jeweils mit dem einen der Elternpaare paaren lassen. Wie pervers, ich weiß. Dann kommt, muss ein anderer, also der von der anderen Farbe, also entweder ein grüner oder ein blauer, je nachdem, was man davor hatte. Natürlich auch vom unterschiedlichen Geschlecht. Dann muss man den trainieren, also die beiden, und dann die beiden, also den blauen und den grünen, miteinander paaren. Dann bekommt man den schwarzen. Dann muss man den schwarzen trainieren. Und dann muss man sich einen Chocobo, einen ausgezeichneten Chocobo, fangen, den man, wie gesagt, in der Eiszapfenregion bekommt. Wenn man die beiden dann paart, dann müsste der Goldene daraus entstehen. Wie gesagt, es ist es ist zeitaufwendig. Erstmal, um die Chocobos zu fangen. Zweitens mal, um die ganzen Viecher zu trainieren am Chocobo-Rennen. Man muss mit jedem Chocobo ungefähr, was heißt ungefähr, 9-mal gewinnen, damit man auf Stufe S aufsteigt. Man muss es nicht. Ich habe es mir erspart. Ich habe alle Chocobos nur auf Stufe, also auf Rang A auftrainiert. Das heißt, ich habe 6-mal gewonnen mit jedem. Mit dem Goldenen kann man das natürlich, weil er sämtlichen anderen davon rennt. Das war eigentlich das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich habe sehr viel Offscreen gemacht. Ich habe ein bisschen gelevelt auch. Ich habe mir ultimative Limit-Techniken angeeignet von Cloud, also sein Omnischlag, von Barrett, seine Katastrophe. Das habe ich mir alles angeeignet. Wie gesagt, ganz wichtig auch für die Chocobo-Zucht hier, dieses Haus kann ich euch auch jetzt mal zeigen. Danach geht's weiter mit der Story endlich mal. Das ist das Haus des Chocobo-Weisen, wenn man diesen komischen Fatzken da anspricht, der unter anderem so aussieht wie der Weise aus dem Tempel des alten Volkes. Hier kann man die Nüsse kaufen. Porov-Nuss, Pram-Nuss und also braucht man eigentlich seltener. Die Porov-Nuss braucht man auch nicht. Man braucht eigentlich nur die Karob-Nuss und eine sogenannte Seo-Nuss. Die Karob-Nuss, wie gesagt, kriegt man von, oh, wie heißt dieser Gegner? Vlakorados oder Vlakarados oder irgendwie so. In der Nähe von Bone City. Und die Seo-Nuss bekommt man von Goblins auf der Goblin-Insel. Das werde ich euch auch noch zeigen. Wie gesagt, Silkis Gemüse und das Reagengemüse, das sind so die beiden wichtigen Sachen, die man hier einkaufen muss, damit man die Chocobos, bevor man sie trainieren kann, überhaupt füttern muss, damit erstens die Ausdauer erhöht wird, die Geschwindigkeit erhöht wird und damit die, damit der Chocobo auch auf einen hört. Ansonsten läuft er im Rennen zickzack und das ist nicht gerade brauchbar. Gut, genug der Erklärungen. Ich werde mich jetzt ein bisschen wieder der Story widmen und wir gehen jetzt zum Nordkrater. Das ist nämlich unser nächstes Ziel. Wir müssen uns nämlich davon überzeugen, ob Sephiroth tot ist oder nicht. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff hineinkommen? Hä? Er ist aber mein Schüler. Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt. Tut mir leid. Ja. Hey, Kai Sid, was jetzt? Das war Barrett, oder? Halt das! Halt das? Scarlet? Heidegger? Was ist los? Oh, was ist jetzt schon wieder? Ja, die drei gibt's natürlich noch. Rufus ist zwar Geschichte, aber die drei gibt's noch. Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen.
Nicht der Präsident. Zu Sister Ray. Was ist los, Reef? Du sprichst seltsam. Die immer noch mit dem blauen Auge. Das ist alles gleichgültig. Der Ausstoß der Reaktore nimmt ganz von alleine zu. Moment mal, das ist nicht klug. Es muss 3 Stunden abkühlen, oder es funktioniert nicht. Das können wir nicht tun. Das ist undurchführbar. Oh, Reef, der coole Kopf der Truppe. Jemand hat die Maschine auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können sie von hier aus nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Hey, ruf den Großrechner an. Voll hier Checker, alle am Handy, alle am Telenieren hier. Hä? Warum erteilst du Befehle? Warum erteilt Reef Befehle? Ja, okay Leute, wie gesagt, ab dem nächsten Video geht's endgültig mit der Story weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.